Hallihallo und Hallöchen und so herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der nicht enden wollenden Serie. Ich baue einen Bus und kann mich nicht entscheiden, wie er am Ende aussehen soll. Und zwar ist das folgendermaßen, ich habe mal wieder ein bisschen modifiziert, ihr kennt das doch, weil ich habe einen kleinen Bus gebaut. Und naja, dann habe ich den kleinen Bus gebaut und dann fiel mir auf, dass der kleine Bus viel mehr Sitze hat als der große Bruder, also der große Bus. Und ich finde, das ist ein Unding. Es kann doch nicht sein, dass der große Bus viel weniger Sitze hat als der kleine Bus. Und das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir den großen Bus nochmal vorgenommen und innen alles nochmal, ja, modifiziert, umgeändert, Sitze neu strukturiert und. Und die Verkabelung habe ich auch nochmal komplett neu gemacht, weil jetzt habe ich wirklich nur einen Motorraum, wo alle Kabel hingehen. Also alle Verzweigungen, alle Kontrollkästchen, alles dort, wo es auch sein soll. Ja, und jetzt ist es auch so, der große Bruder hat mehr Sitze und der kleine Bruder hat weniger Sitze, so wie es sich gehört. So, und bevor ich jetzt die ganze Zeit hier schnacke, habe ich mir gedacht, fangen wir einfach auch mal an. Und los geht's. Hallihallo und Hallöchen und damit wieder herzlich willkommen zum Bus. Wie eingangs eben schon erwähnt, ich habe da bestimmt vorher was aufgenommen. Ja, ich habe einen zweiten Bus gebaut. Das ist der große. Und das ist der Kleine. Und der Kleine war am Ende so gut, also von der Innenaufteilung, dass ich ja wie schon erwähnt habe, dass ich hier quasi ja nochmal alles geändert habe. Habe. Ach, wie schön. Nee, so, jetzt mal genug hier rumgeblödet. Was habe ich denn hier gerade so eine komische Performance? Ist ja merkwürdig. Ich heb den mal hoch. Aber immer noch so unrund, ne? Mysteriös. Das ist ein Fall für Akte X. So. Batsch. Also, das ist der zweite Bus. Wie man sieht, hier fehlt noch ein bisschen, ne? Also, hier, das ist hier auch noch so eine Rohfassung. Das ist erstmal nur, um Struktur reinzubekommen. Aber man sieht schon, es sieht fast gleich aus. Also fast gleich zum anderen Bus. Den zeige ich gleich auch nochmal. Wie gesagt, der wurde komplett überarbeitet. Weil das kann ja nicht sein. Hallo, dieser Probebus hier hatte viel mehr Sitze als der da drüben. Ja, also der da. Ne? Und nee, das geht gar nicht. Also das akzeptiere ich nicht. Das wollen wir nicht. So, genug hier ausgestiegen. Genug hier ausgestiegen. Jo, meine Wasserflasche ist umgekippt. Super. Mann, ich bin so ein Pro, ne? Bin so ein Pro, wenn es um Aufnahmen geht. Ah, bestens vorbereitet. Natürlich. So, jetzt stellen wir den mal hier eben irgendwo zur Seite. Und der hier fällt gleich runter. Und was ich auch gemacht habe, schaut euch mal die Verkabelung an. Die ganze Verkabelung geht nach hinten. Ja. Und das hat einen Grund. Denn beim zweiten Bus, also beim kleinen Bus, habe ich das auch so gemacht. Und dann hat mir das so gut gefallen, weil man eben halt viel besser Bescheid weiß, dass ich das hier auch so gemacht habe. So, hier kommt man jetzt rein. Zum Beispiel jetzt die Knöpfe, die sind jetzt so ein bisschen modifiziert. Das soll hier so ein Kastenautomat sein. Ja, eine Ente habe ich hier auch hingepackt. Eine Quietsche-Ente. Ja, und die Symbole bzw. die Farben, die haben eine Bedeutung. Und zwar, wenn ich jetzt mal die 7 drücke, dann geht der Kofferraum auf. Die Farben haben eine Bedeutung. Jede Farbe steht für einen Kontrollkasten. Also wenn man jetzt hier mal guckt, die Türen, die sind grün. Dann werdet ihr das auch gleich sehen im Kofferraum, dass es genauso ist. Ach ja, also, wie zu sehen, hier ist auch alles ein bisschen abgerundeter. Hier auch. Hier sind deutlich mehr Sitze als im ersten, zweiten, dritten und ich glaube auch vierten Video deutlich mehr Sitze. Ist alles ein bisschen heller. Hier hinten ist auch alles überarbeitet, auch ein bisschen moderner, auch wieder abgerundet. Und hier auch. Ach ja, was ich auch gemacht habe ist, hier zum Beispiel diese Schalter, die sind jetzt so dran befestigt, dass man, wenn man hier aussteigen möchte, zack,
dann geht das viel einfacher. Ich hatte ja vorher diese Stangen. Diese Stangen möchte ich irgendwie auch noch umsetzen, dass man sich irgendwo festhalten kann. Allerdings, ich habe bis jetzt noch keine so schöne Lösung gefunden. Darum, schauen wir mal. So, hier, das ist, glaube ich, der Kasten, wo ich meinte, hier ist jetzt alles farblich sortiert. Grün bedeutet, grün sind die Türen. Na, wie zu sehen, alles was grün ist, sind die Türen. Und zum Beispiel, wenn man jetzt hier irgendwas hat, dann ist das, da müsste ich jetzt nachschauen, welche Farbe das ist oder welche Schalter das ist. Aber auf jeden Fall, die Schalter passen immer zu der Farbe des Controllers. Ja, und damit kann man eigentlich quasi, ja nicht nur eigentlich, man kann quasi ziemlich einfach herausfinden, welcher Controller wozu gehört. Man guckt einfach den Schalter an, welche Farbe der hat, und dann geht man nach hinten und sucht sich dann den jeweiligen Controller aus. Easy, oder? Und es wirkt halt wesentlich aufgeräumter, weil jetzt habe ich hier gar keine Controller mehr wirklich. Also im Fahrerraum ist da nichts mehr und die sind jetzt wirklich alle hinten. Bei dem Kleinen übrigens auch. Der sieht doch gut aus, oder? Von außen? Das ist halt so ein schnuckeliger Bus. Hier ist noch ein Schalter, frag mich nicht wieso. Achso, das war so ein Testschalter, um immer was auszuprobieren. Ich habe irgendwie Probleme mit der Aufnahme. Ich weiß nicht wieso. Das ist so, oder? Oder bin ich blöd? Das läuft doch nicht flüssig. Mysteriös. Ich brauche echt dringend mal einen neuen Computer. Und ich brauche auch dringend ein neues Mikrofon. An sich brauche ich eigentlich alles einmal neu. Wenn das schöne Geld nicht wäre. Naja, wie dem auch sei. Ein bisschen modifiziert habe ich. Und, ja. Guck mal, blau. Ich weiß jetzt nicht, welcher Schalter für blau ist. Wir können es ja mal ein bisschen. Zack. Hä? Achso. Gehen wir mal eben rein. So, drücken wir doch mal. Also 7 war ja. Achso, blau war der Motorraum. Okay. Und 6. Ah, 6 sind hier diese Liftfenster. Genau. Und 6 ist ja mehr so ein gelb-grün, würde ich sagen. Jetzt gehen wir mal nach hinten. Schauen uns das an. Wieso habe ich den Motor abzugemacht? Mann. Das ist eine Katastrophe mit mir. Ja, ist offen. Zack. Jetzt wieder nach hinten gedödelt. So. Und wenn man jetzt hier dieses Gelb-Grün anguckt, dann kann man schon sehen, dass diese drei Controller. Oh, hier ist ein Fehler. Guck mal. Hier muss eine 10 hin. Zack. Dass diese drei Controller auf jeden Fall dafür gedacht sind, die Fenster oder diese Fenster oben zu öffnen. Jo. Und dann habe ich noch. Was habe ich denn noch so gemacht? Ach ja, die Radkästchen, die habe ich auch bearbeitet. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Die sind jetzt alle ein bisschen enger. Enger ist ja immer besser. Nein, nicht immer. Aber ihr wisst doch, was ich meine. Gleich. Hey, Tarina, magst du keine unengen Frauen? Ah, schön. Habe ich nicht gesagt. Habe ich nur so angedeutet. Nee, aber, der läuft. Also, die Lenkung läuft jetzt richtig flüssig. Kann ich ja mal zeigen. Ich habe heute ein bisschen zu viel bewegt. Ist auch nicht so. Man sieht es, ne? Der läuft so geschmeidig. Ah, oh, ist das schön. Ist das schön. Ja, und ich wollte halt, wie gesagt, also bei mir ist es immer so, wenn ich einen Bus baue, dann muss der auch wirklich bestmöglich umgesetzt sein. Also zumindest so, dass ich das irgendwie mit mir vereinbaren kann. Ich mag es nicht, wenn ich ein Projekt starte und das dann da mal eben so hinklatsche. Ja, und dann so nach mir die Sinnflut, ja, das ist ja fertig. Jetzt könnte ich vielleicht das nächste machen. Nee. Dann, ich meine, dann dauert das halt mal eben ein paar Folgen. 3, 4, 5 oder wie auch immer. Aber ich bin am Ende mit dem Ergebnis zufrieden. So, und wenn das der eine dann vielleicht nicht mehr gucken mag, ja, dann tut's mir halt leid, ne? Also das ist so. Aber ich mache das ja hier auch nicht wegen des Geldes. Also YouTube ist ja für mich mehr so eine Sache, da kann ich meine Kreativität ausleben. Ich kann vielleicht ein paar Menschen unterhalten, in dem Sinne, dass sie so die Videos anschauen. Aber jetzt momentan, also ich habe ja hier nichts mit Werbung oder dergleichen. Nö.
Ich meine, wenn ich mal irgendwann ein wie sind, wie nennen sie sich, ein erfolgreicher YouTuber werde, dann wird sich das aber bei mir auch nicht ändern. Also es würde immer so sein, dass ich meine Projekte so baue, dass ich am Ende auch wirklich damit zufrieden bin. Aber was bringt es mir denn, wenn ich etwas baue und ich am Ende da gar nicht hinterstehe, weil ich sage, oh nö, der ist eigentlich nur so dahin gewurschtelt. Also es gefällt mir nicht, weißt du? Nee, das muss ich sein. Achso, was ich auch noch überarbeitet habe, ist ja diese Lift-Funktion. Also die sieht jetzt auch ein bisschen... Achso, ich muss jetzt den Knopf gedrückt halten, damit das funktioniert. Das heißt, ich drücke jetzt die 4, gedrückt. Und ja, dann fährt das nach unten. Und wenn ich dann loslasse, dann geht das wieder nach oben. Also man sieht das ja, ne? Ja. Die Fenster sind auch ein bisschen offen. Und dann war es das hier eigentlich von dem Bus aus. Also ich habe hier irgendwie Performance-Probleme. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das ist nicht mehr schön. Und das ist ja irgendwie egal, welchen Bus ich nach oben tue. Das hatte ich vorher nicht. Ich glaube, heute stimmt irgendwas nicht. Rötet mein Computer im Hintergrund oder was macht der Gute? Auf jeden Fall macht er irgendwas, was er nicht machen soll. Ach so, wir haben jetzt auch Federn. Ja, also hier so wirkliche Federn. Das ist ja ein bisschen, wie soll ich sagen, federt. Gut gesagt, oder? Ja, ein bisschen Federung. Dann sieht das auch alles ein bisschen besser aus. Das habe ich auch noch hinzugefügt. Wollte ich nur mal so anmerken. Ich hatte das zwar im vierten Video schon geändert, also danach. Hatte den Download auch schon ausgetauscht, aber nicht mehr angekündigt, dass ich darauf wirklich Federn oder ja, hinzugefügt habe. Aber gut, dafür folgt das ja jetzt. Also, jetzt erstmal, wie gesagt, der kleine Bus, der ist viel wichtiger. Bei den großen, den kennt ihr ja schon. Ich wollte nur eben einfach sagen, dass er sich auch ein bisschen modifiziert hat. Der kleine fährt übrigens auch sehr gut. Was ich auch krass finde, ist, der kleine hat genauso viele Motoren wie der große. Was aber auch völlig in Ordnung ist. Wobei ich auch fast schon sagen muss, dass der kleine sich... ich weiß nicht, ob das sich ein bisschen schlechter lenkt. Ich bin unschlüssig. Also der könnte ruhig ein bisschen... weiß ich nicht, ein bisschen mehr einschlagen noch. Aber da gucke ich mal. Weil für so einen kleinen ist der schon ein bisschen unhandlich. Aber, ich bin an sich sehr zufrieden. Vor allem, die sehen ja auch gut aus, ne? Aber der schleift so ein bisschen, oder? Oder täuscht das? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Was wir mal machen können ist, wir können das mal hier zubauen. Biep, biep, biep. Oh, was? Der Daniel da. Der baut? Ja. Stellt euch vor, ich kann sogar ab und zu mal ein bisschen was bauen. Ist der Wahnsinn, oder? Habe ich jetzt einen Denkfehler? Da ist das so. Nee. Da ist das so. Dann müsste das doch... Der muss doch hier wieder weg. Dann folgt hier. Das geht nach oben. So. Ja. Hier kommt dann die Kurve dran. Eine Kurve? Ja, eine Kurve. Hast du schon richtig gehört? Krümmung, Kurve, ich weiß doch mal nicht. Ihr wisst doch, was ich meine. Kurve, zack. Batsch, batsch, batsch. Sieht das so vernünftig aus? Sag mal, hä? Das ist aber nicht gleich. Na, das muss ja noch ein Stück zurück, sehe ich gerade. Ja, dann färben wir das mal. Das war schwarz, das war schwarz. Unten würde ich sogar beige machen. Oh, unten würde ich sogar beige machen. Das war schwarz. Und das kommt gelb. Dann kommt das auch einmal gelb. Das kommt schwarz. Hä? So. Und ta-ta-ta-ta. Wobei ich den, glaube ich, auch schwarz machen würde, oder? Ja. Ja, das sieht, glaube ich, besser aus. Ja, und schon ist das ein bisschen alles verdeckt. Ich könnte hier noch... Ich weiß gar nicht, ob ich das im großen Bus auch so gemacht habe. Müsste ich
ich nochmal nachgucken. Ja. Und dann kommt das auch nochmal. Habe ich gelb gesagt vorhin? Ich meine natürlich orange. So. Und schon sieht das schön abgerundet aus. Ein bisschen verdeckt die Türmechanik. Das Ding ist, der ein oder andere wird jetzt sagen, oh Tarinor, du hast ja hier so viel Platz verschwendet, wegen hier der ganzen Mechanik. Auf der Seite können ja gar keine Leute sitzen. Ja, das stimmt. Bin ich ganz ehrlich, so ganz glücklich bin ich da auch nicht mehr drüber, aber ich weiß nicht, wie ich das sonst so umsetzen soll, weil das Ding ist ja, hier sind ja die Radkästen unter, ne? Quasi. Hier auch zum Beispiel einer. Und da hier noch die Türmechanik ist, bildet das so eine große Linie. Also ich könnte vielleicht hier noch einen Sitz mit reinsetzen, ein oder so. Aber das sieht dann, weiß ich nicht, das sieht so aus wie, ja, nee, also das ist nicht so meins. Wieso ist das hier eigentlich so hell? Ich würde das gerne so dunkel haben. Ja, so. Hä? Warum ist das eigentlich so dunkel? Ich würde das hier gerne so hell haben. Sag mal, was labere ich da für eine Kacke? Das ist doch nicht mehr schön. So, nee, also, das könnten wir nochmal wieder wegmachen. Weil, das war ja jetzt falsch. Zuck, zuck. Und zuck, und zuck, und zuck, und zuck. Ich wollte auch schon, das Ding ist, ich hatte schon mal irgendwie Lust, so über Themen zu sprechen, ne? Allgemein über Themen, ob es jetzt Politik sei, ob es jetzt, ja, weiß ich auch nicht. Also ich bin da relativ flexibel. Weil, klar, mich beschäftigen natürlich auch viele Dinge. Das Ding ist zum Beispiel, was jetzt privat bei mir so ansteht. Ich möchte mich selbstständig wieder machen. Und das als Medienberater. Ich weiß aber nicht, ob das so eine gute Sache ist momentan. Das Ding ist, ich habe wirklich viel, oder ich mache gerne viel mit Menschen. Also das macht mir unglaublich viel Spaß. Und das möchte ich auch gerne machen. So. Und da ich bisher immer im Verkauf war oder generell nur verkauft habe, liegt es natürlich nahe, dass ich irgendwas Ähnliches mache. Ich war schon mal ein Jahr lang selbstständig als Medienberater. Aber das Ding ist halt, als Medienberater, naja, du musst ja definitiv verkaufen, ne? Es geht, also, weil wenn du selbstständig bist, dann, ich kann halt nicht zu jedem Kunden sagen, nee, der braucht das jetzt nicht. Potenziell braucht das eigentlich jeder Kunde. Also jeder Kunde braucht immer ein Produkt. So, ich hätte aber vielleicht gern was, wo ich Menschen, irgendwie, wie soll ich sagen, helfen kann oder die unterhalten kann. Irgendwas, wo ich was zwar mit Menschen zu tun habe, aber tja, schwer zu sagen. Der eine würde jetzt sagen, ja, dann mach doch Altenpflege, da kannst du Menschen helfen und du hast was zu tun und tust denen auch was Gutes. Ja, theoretisch schon. Allerdings könnte ich kann das nicht sehen. Ich kann das nicht sehen, wenn Menschen kurz vorm Tode sind oder nee, das ich glaube, das würde mir zu nahe gehen, weil ich so ein Mensch bin, das würde mich emotional einfach zu sehr fordern. Daher, nee, das kriege ich nicht hin. Ich bin aber großen Respekt an Leute, die das können. Wenn ich mal alt bin, freue ich mich natürlich auch darüber, dass mich irgendjemand pflegt. Oder gegebenenfalls, wobei, die werden sagen, Tarinor, du warst immer so ein böser Bub. Ja, dich pflege ich nicht. Dann werde ich sagen, was? Niemals. Ich war immer zuvorkommen, artig, lieb, hilfsbereit, nett. Was gibt's dann noch so? Ja, ne? Ich und an, unartig, also wirklich. Nee, aber das, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch momentan noch einfach nicht da angekommen, wo ich hin möchte oder was ich gerne machen möchte. Der ein oder andere kennt das ja auch. Man hätte damals auch ein bisschen mehr gemacht, was vielleicht Studium angeht oder Studieren oder solche Sachen. Dann wäre das vielleicht alles heute ein bisschen besser. Aber nein, habe ich nicht gemacht. Und warum? Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich mach mal eben Thumbnail, ne? Falls die einen oder anderen sich jetzt wundern. Was macht denn der Tarinor da? Ja, ich mach ein Thumbnail während der Aufnahme. Bin ich nicht cool? Ja, ich bin so cool. So, was soll ich sagen? Ja, hätte ich in der Schule ein bisschen mehr aufgepasst, dann wäre das vielleicht alles auch ein bisschen besser gelaufen. Habe ich aber nicht.
Und beziehungsweise ich habe mich einfach ablenken lassen. Ich habe damals, ja, jetzt kommt der Klassiker, World of Warcraft gespielt, dann habe ich auch Diablo 2 gespielt und das sehr ausgiebig und wir waren oft draußen und tralala und dieser schulische Aspekt, der war damals einfach nie gegeben. Also ich habe mir da nie wirklich Gedanken um gemacht, so, dass das irgendwann mal wichtig sein könnte, ne? Aber wenn man älter wird, ich werde jetzt 26 am 27.07., dann, ja, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Dann betrachtet man viele Perspektiven einfach komplett anders, wo man sich vorher drüber gedacht hat, oh, das hättest du vielleicht doch mal anders gemacht. Das ist genauso mit Entscheidungen. Wobei ich auch immer der Meinung bin, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann solltest du sie nicht bereuen, weil zu diesem Zeitpunkt war deine Entscheidung ja richtig. Also, oder sie ist generell richtig gewesen, weil du hast dich dafür entschieden. Und wenn man seine Entscheidung anzweifelt, naja, dann hat man einfach kein Selbstvertrauen zu sich selber. Also bin ich der Meinung. Wobei ich dann auch immer manchmal sage, hey, hättest du doch mal das und das gemacht. Also zu dem Zeitpunkt war die Entscheidung richtig, aber ich bin dann der Meinung, ich hätte es auch besser machen können, ne? Wenn ich mich vielleicht anders entschieden hätte. Es ist so ein Zwiespalt. So, und bevor ich jetzt hier die ganze Zeit über Dinge philosophiere, widmen wir uns mal wieder den Projekten. Ja, ich weiß gar nicht, was wollte ich dann noch machen? Ich könnte oben noch so. Guck mal, ich habe jetzt hier. Ach so, die Anzeigetafeln habe ich mit so einer neuen Textur, ne? Also mit so einem neuen Ding. Dann sehen die richtig schön glänzend aus. Schön, oder? Hinten müsste ich noch eine Anzeigetextur. Anzeigetextur gestalten. Und hier auch. Sehe ich gerade. Was haben wir noch? Hier haben wir. Die Hupen, oh, die Hupen, die muss ich noch ändern. Ja, da, weil das sind so Bobbycar-Hupen, das geht einfach nicht. Das kann ich nicht dulden. Aber sonst war das eigentlich jetzt soweit alles. Die Lenkung, wie gesagt, da bin ich jetzt richtig stolz drauf. Die funktioniert. Auch hier mit den Sensoren. Das ist ein Träumchen, kann ich nur sagen. Ein Träumchen ist das. Und sie sieht gut aus, wenn man jetzt mal so guckt. Ist das eigentlich schön dicht? Nur hier, wenn man jetzt so von der Seite guckt, ist hier so ein kleines Stück offen, aber ich denke mal, das sieht man nicht. Kühlrippen habe ich jetzt hier auch hinzugefügt, oder wie nennt man das denn? Motorrippen? Ich habe doch keine Ahnung, wie das heißt. Na, auf jeden Fall, dass das alles ein bisschen realistisch aussieht. Was haben wir noch? So. Was haben wir noch? Keine Ahnung. Ich bin der. Ach so, doch. Guck doch mal. Hier die Radkästen. Die waren vorher mit hier so einer schrägen. Die sind jetzt alle abgerundet. Stimmt. Ja, weil das da genauso aussieht und ich fand das echt schön. Und dann habe ich gedacht, oh, das machst du hier auch, weil das sieht echt gut aus. Und ja, dann haben wir hier so ein Nummernschild. Das soll zumindest eine sein. Ja, und sonst war es das eigentlich auch. Wie gesagt, es gibt gar nicht so viel. Ich habe irgendwie heute, wie gesagt, Performance-Probleme. Oder? Ach, vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen senil. Oder meine Bilder pro Sekunde per Auge sind einfach nicht mehr so. Ich habe auch keine Ahnung. Ich hätte ja gern, was ich mal gerne so hätte, wäre so ein Rocket-Set, ne? So ein Rocket, wie nennen sich die denn? So eine Maus und Tastatur und boah, dann vielleicht auch so zwei schöne Bildschirme und ein schönes Computersystem, aber ne, kostet runter. Als ich noch selbstständig war, konnte ich mir das gut leisten. Jetzt ist. Guck mal, ich bin schon so voller Gedanken, dass ich hier den Boden zerstöre. Ja, das ist natürlich schlau. Das ist so schlau. Nee, aber so ein schönes System wäre schon toll. Aber, ja, man kann eben nicht alles haben. Ich sehe gerade. Oh, wie peinlich ist das denn? Ich hoffe, das wird nicht in der Aufnahme zu sehen sein. Unten links, schaut mal, unten links, da befindet sich mein Icon für Windows. Ich glaube, deswegen habe ich so Probleme, weil der gerade die Aufnahme irgendwie ein bisschen spinnt. Oh, cool. Ich habe Windows und Scrap Mechanic. Ist ja ein Träumchen. ja, ich bin so ein Aufnahmepro. Ehrlich. Also das ist ja. Okay. Ich sag dazu jetzt nichts. So, wir fahren jetzt mal. Also wie gesagt, ich bin so stolz auf diesen Bus. Könnt ihr euch das nicht vorstellen? Schaut euch mal, das lenkt so mit und da ist das ein Träumchen. Ah, ist so schön. Und der, wie gesagt, der lenkt so gut, ne? Also ich bin wirklich sehr begeistert. Türen gehen alle auf. Wenn ich jetzt viel gedrückt halte, dann muss ich mich auch nochmal dran gewöhnen.
Dann fährt hier, man sieht es ja, diese Hebebühne runter. Ne? Dass man auch wirklich ein- und aussteigen kann, falls man irgendjemanden dabei hat, der dann theoretisch nicht hoch könnte, weil ich es wieder loslasse. Dann kann man hier noch die Seitenspiegel ein bisschen drehen. Die Luken aufmachen. Hinten der Kofferraum. Nummer 8 ist irgendwie nicht belegt. Und Nummer 9 sind die Hupen. So. So viel dazu. Ich baue eigentlich noch ein bisschen an den kleinen Bus weiter. Ich hätte mir gedacht, dass ich noch die Anzeigetafeln baue. Und dann gegebenenfalls, ich muss mal gucken, ob ich dann ja vielleicht mit euch zusammen noch den Rest baue. Also, dass wir erstmal dieses Grundgerüst haben. Und dann könnten wir innen vielleicht noch ein bisschen anpassen. Alles ein bisschen ja, schöner machen. Und ich sag mal so, ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie lange ich schon aufgenommen habe. Bis denne. Oh Gott, ich wollte gerade was ganz Schlimmes sagen. Bis denne. Tschüss, tschüss, ciao, ciao. Warte, wir gehen noch in einer schönen Perspektive. So. Ah, ist das nicht schön? Oh, die Motorhaube ist auf. Na egal. Machen wir so. Zack. Oh. Zack. Und bis denn, ne? Ciao, ciao mit YV. Das macht ja der Gronkh auch immer. Aber ich mach's mit, oh, warte. Schleichwerbung. Mit Quellbrunnen. Das ist super Mineralwasser. Ah, schön, Entschuldigung. Tschüss.